Zero cases, zero deaths on January 17th. January. Has a complete gap. On January 30th. What did your administration do in February with the time that your travel ban botched? A lot. Wenn ein Präsident behauptet, we do have a plan and we think it's going to be handled very well. We've already handled it very well. Dass er alles im Griff hat. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat. Dass es dank der Hitze one day it's like a miracle, it will disappear. Wundersam verschwindet. By far number one in the world for preparedness. We will be suspending all travel from Europe. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. Wenn dann doch alles anders ist, it's a matter of life and death. Ist er dann verantwortlich? No, I don't take responsibility at all. Die Beweislage ist erdrückend. Die ersten Alarmzeichen gibt es im November. Der Geheimdienst des Pentagons entdeckt auf Satellitenbildern und in abgefangenen Mails erhöhte Aktivitäten an und in Krankenhäusern der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Die Regierung in Peking ist offenbar besorgt über den Ausbruch einer Krankheit. Der medizinische Nachrichtendienst der USA warnt intern vor einer möglichen Katastrophe, einer globalen Pandemie. And Lord, do something so great in him and in this nation. Der US-Präsident im Gebet mit Anführern evangelikaler Gemeinden. Im Januar und Februar werden ihn seine Geheimdienste ein Dutzendmal zur Bedrohung durch das Virus briefen, erst schriftlich, später mündlich. Wochenlang reagiert Trump nicht. Die nationalen Sicherheitsberater wussten schon im Dezember, dass in China ein Problem heranwuchs. Das löste auf verschiedenen Ebenen der Regierung Alarm aus, auch beim Gesundheitsminister. Der Chef der Seuchenbehörde CDC in Atlanta, Robert Redfield, erfährt am Telefon von seinem chinesischen Gegenpart in Peking, dass dieses neue Virus gefährlich ist. Redfield meldet das ans Gesundheitsministerium in Washington. Dort geht auch eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Im Labor des CDC beginnt die Arbeit an einem möglichen Diagnosetest für ein Virus, das die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht. Donald Trump beschäftigt sich gerade mit einer anderen Bedrohung. Er rechtfertigt die gezielte Tötung des Anführers der iranischen Revolutionsgarden durch einen Drohnenangriff wenige Tage zuvor. Außerdem steckt er schon im Wahlkampf, mobilisiert seine Basis, während in Washington das Amtsenthebungsverfahren läuft. Zu diesem Zeitpunkt haben ihn die Geheimdienste bereits mehrfach auf die drohende Gefahr hingewiesen. Es wäre die ideale Gelegenheit, Tacheles mit China zu reden. Der chinesische Vizepremier ist im Weißen Haus zur Unterzeichnung des Handelsdeals. Aber niemand fragt ihn, was da los ist. Eine verpasste Chance. Das ist massives Versagen. Es stimmt, dass die Chinesen einige Wochen versucht haben, das Coronavirus zu vertuschen. Aber das durfte uns nicht überraschen. Das haben sie auch beim SARS-1-Virus versucht. Als die frühen Geheimdienstberichte kamen, hätten wir unsere Recherchen verdoppeln sollen, statt Präsident Xis Beschwichtigungen zu glauben, es sei unter Kontrolle. Anders als Trump glaubt das Außenministerium eher den Geheimdiensten. Der Outbreak ist Thema einer Lagebesprechung. Amerikanische Diplomaten werden aus Wuhan ausgeflogen. Experten im Gesundheitsministerium kramen eine alte Notfallverordnung für Kriegs- und Krisenfälle hervor, den sogenannten Stafford Act. Damit könnte Donald Trump, der sich gerade mit Schülern trifft, die US-Wirtschaft anweisen, Schutzkleidung, Beatmungsgeräte, Medikamente herzustellen. Auch darüber will der Gesundheitsminister mit dem Präsidenten sprechen. Alex Azar bittet dringend um einen Termin, aber Trump hat keine Zeit für ihn. Er fliegt mit Familie ins Wochenende zum Golfspielen nach Florida. Dort erreicht ihn der Minister telefonisch. Auf seine ernste Warnung vor dem Virus wechselt der Präsident das Thema. Trump ist unzufrieden über Azars Umgang mit einem möglichen Verbot
von E-Zigaretten. Die dringlichen Vorschläge des Ministers verpuffen. Diese ersten Vorschläge waren angemessen, aber sie prallten voll auf eine Steinmauer. Wir brauchen kein Geld, das ist aufgebauscht, wir wollen die Menschen nicht alarmieren, wir müssen auch nicht nach den Lagerbeständen schauen. Bei allem sieht es so aus, als wurden die Alarmglocken und die Vorsorgemaßnahmen ignoriert und gestrichen. So hat Amerika 2 Monate verschwendet. Das Labor der Seuchenbehörde CDC bestätigt den ersten Corona-Fall in den USA. Ein 35-jähriger Mann aus der Nähe von Seattle war von einer Reise nach Wuhan zurückgekehrt und mit Symptomen zum Arzt gegangen. An internationalen Flughäfen werden Passagiere nun stärker überprüft. Aber nimmt der Präsident die Gefahr wirklich ernst? Trump ist beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos begleitet von seinem Sicherheitsberater. Dem teilt Gesundheitsminister Azar telefonisch mit, es herrsche Chaos. Er solle bitte sofort die Koordination übernehmen, es fehle ein Plan. Nach genau solch einem Plan wird Trump gefragt. Mr. President, do you have a plan to contain the coronavirus in the US? Wir haben einen Plan und haben es schon gut gemacht. Beim Gesundheitsministerium geht eine Warnung ein. Ein Forscherteam der WHO ist in Wuhan und meldet eine Sterberate von 4% der Erkrankten. Die chinesische Regierung lässt die Stadt abriegeln. 11 Millionen Menschen unter Verschluss. Das war ein Zeichen für die Gefahr. An diesem Punkt hätten wir sofort damit rechnen müssen, dass das Virus uns erreicht. Natürlich wussten wir nicht, dass es schon hier umging. Aber sobald China die Sperren bekannt gab, hätten wir Schutzkleidung bestellen, Krankenhausbetten zählen und vor allem einen Plan B und C für Tests entwickeln sollen. Warum das nicht geschah, wollen wir vom Weißen Haus erfahren, aber alle Interviewanfragen werden abgelehnt. Wir reden mit einem ehemaligen Trump-Berater. Eine Person ist krank. Aber lasst uns Beatmungsgeräte beschaffen und mehr Geld für Masken ausgeben. Das ist weltfremd. Das ist kein Computerspiel. Das ist nicht Dungeons and Dragons. Dies ist das echte Leben. Und ein Politiker vertritt die Interessen seiner Bürger immer. Nicht nur in einer Notlage. Sie können nicht vom Bürger und Steuerzahler erwarten, dass er Maßnahmen billigt gegen Eventualitäten. Wenn du nicht weißt, wie wahrscheinlich das ist. Dabei gab es doch für all das längst einen Plan. Er gehört zu den Dokumenten, die das Versagen der Trump-Administration belegen. Beweismaterial, hunderte von Seiten, interne Regierungsberichte, E-Mail-Verkehr. Mit dabei auch das sogenannte Playbook, der Pandemieplan der Obama-Regierung. Kathleen Sebelius war damals Gesundheitsministerin. Kaum im Amt hatte sie mit der ersten Pandemie zu kämpfen. Die Schweinegrippe 2009, der über 12.000 Menschen in den USA zum Opfer fiel. Es war eine beängstigende Zeit. Wir sagten den Leuten, was wir wussten und was wir nicht wussten und welche Entwicklungen wir erwarteten. Es wurde eine gemeinsame Kraftanstrengung. Wir hatten den Vorteil eines Pandemieplans, der unter Präsident Bush entstanden war. Und wir hatten den Vorteil eines Präsidenten, der seinem Kabinett die Verantwortlichkeit zur Ausführung des Plans delegierte, dabei aber immer genau verfolgte, was vor sich ging. Die Obama-Administration griff auf die strategische Reserve zurück. Große Lagerhäuser, deren genaue Adressen geheim sind. Hier wird vorgehalten, was bei Katastrophen gebraucht wird. Von Medikamenten über Maschinen und Werkzeugen bis zu Nahrungsmittelreserven im Wert von 7 Milliarden Dollar. Bei der Schweinegrippe verteilte die Regierung 85 Millionen Masken und 20 Millionen Schutzanzüge an medizinisches Personal landesweit.
Wir gaben sehr viel Schutzkleidung aus und Antigrippemittel, sodass die Menschen vorbereitet waren, wenn es richtig schlimm würde. Wir taten genau das, was wir mit dem Geld tun sollten. Wir schickten alles gegen die Grippe raus und konnten es dann nicht ersetzen. Das nötige Geld haben wir nie bekommen. Obama beantragte mehr Geld für die Reserve, 59 Millionen Dollar zusätzlich, um die Regale wieder aufzufüllen. Aber die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus lehnte die Erhöhung nicht nur ab, sondern kürzte die Mittel sogar um 10%. 2013 schlug die Regierung dann selbst Kürzungen vor. Politiker sind halt viel besser im Reagieren, als proaktiv zu sein, als Geld für Dinge abzuzwacken, die vielleicht niemals geschehen, als Material zu kaufen, das man vielleicht nie braucht. Wir mussten dann den Dingen Vorrang geben, die nicht verfügbar wären, wenn wir sie nicht vorher kaufen würden. Wenn wir diese Dinge nicht hätten, würden im Fall des Falles Menschen sterben. Aber normale Handelswaren wie Schutzkleidung, die könne man ja jederzeit auf dem offenen Markt kaufen. Dann kam die Ebola-Krise 2014. Der Präsident rief die Welt zum gemeinsamen Handeln auf. Das globale Frühwarnsystem sollte gestärkt werden. Obama hatte eine eigene Abteilung für Weltgesundheit und Pandemieplanung im Nationalen Sicherheitsrat geschaffen. Die Experten schrieben den Pandemieplan der Bush-Regierung fort. Wir erkannten, dass wir eine eigene Zentralstelle für die Koordination brauchten, die die Lage beobachtet und schnell die Schalter umlegen kann, wenn es Anzeichen für eine mögliche Krise, für eine bevorstehende Krise gibt. Dieser Auftrag stand in Obamas Pandemieplan. Die US-Regierung wird all die ihr zur Verfügung stehende Macht einsetzen, um die Ausbreitung der neuen Infektionserkrankung zu verhindern, zu verlangsamen oder abzumildern. Das Vorgehen wurde Schritt für Schritt erklärt. Die Schlüsselfragen müssen an die aufgelisteten Ministerien und Behörden gestellt werden, als Grundlage für die Schlüsselentscheidungen, die gefällt werden und die Maßnahmen, die ergriffen werden können. Als Donald Trump sein Amt antrat, lag alles parat für den Umgang mit künftigen Pandemien. Der scheidende Präsident warnte seinen Nachfolger vor der Bedrohung durch globale Seuchen. Ich weiß, dass dies ein Teil des Gesprächs zwischen Präsident Obama und Präsident Trump war. Das, was dich nachts umtreibt. Das, was du bedenken musst. Ich weiß nicht, warum die neue Administration entschied, dass dies keine Priorität hat. Und warum sie sich nicht damit beschäftigten. Aber sie haben es nicht nur nicht ernst genommen, sie haben sogar systematisch die Strukturen unserer Reaktionsfähigkeit zerstört. Mediziner der US-Seuchenbehörde und der Weltgesundheitsorganisation waren weltweit gemeinsam im Einsatz. Für frühere Präsidenten ein unverzichtbarer Teil des globalen Frühwarnsystems. Die Trump-Administration kürzte die Mittel dafür. Als John Bolton neuer Sicherheitsberater von Trump wurde, integrierte er die Abteilung für globale Gesundheit als kleines Team in den Bereich Massenvernichtungswaffen. Im Sommer 2019 stellte das Gesundheitsministerium bei einer Pandemieübung mit den Bundesstaaten große Defizite fest. Konfusion und Konflikte zwischen den Behörden, fehlende Klarheit über die Zuständigkeiten, unzulängliche Finanzierungsquellen, uneinheitliche und fehlerhafte Leitfäden. Die derzeitige medizinische Versorgungskette und Produktionskapazität kann die Nachfrage von Staaten während einer globalen Grippepandemie nicht decken. Trotzdem geschah nichts. Stattdessen weitere Kürzungen. Die Seuchenbehörde CDC musste ihre Außenstelle in Peking massiv verkleinern. Trump ließ auch die allerletzte Verteidigungslinie gegen eine mögliche Pandemie räumen. Linda Quick hätte vielleicht Details zum Outbreak liefern können. Die CDC-Expertin arbeitete direkt in der chinesischen Partnerbehörde. Aber die Position war Trumps Handelskrieg mit China zum Opfer gefallen. Unsere Vertreterin aus China abzuziehen,
Keine CDC-Verbindung zwischen Amerika und China zu haben, das hatte Folgen. Das warf uns zurück in die alte Zeit, als wir ausschließlich auf das angewiesen waren, was China bereit war, öffentlich zu sagen. Keine eigene Forscherin in China zu haben, machte es schwieriger zu wissen, was da wirklich vor sich ging, wie die richtigen Zahlen aussahen. Wir waren auf andere Aufklärungsquellen angewiesen. Aber auf die eigenen Geheimdienste hört Trump im Januar nicht, vertraut stattdessen dem chinesischen Präsidenten. Nach einem Termin mit Bürgermeistern twittert er, China hat sehr hart gearbeitet, um das Coronavirus einzudämmen. Die Vereinigten Staaten schätzen seine Bemühungen und seine Transparenz. Es wird alles gut ausgehen. Ganz besonders will ich mich im Namen des amerikanischen Volkes bei Präsident Xi bedanken. Der Präsident der Vereinigten Staaten schmeichelt China, statt Aufklärung zu verlangen. Derweil läuten seine Experten hinter verschlossenen Türen im Gesundheitsausschuss die Alarmglocke. Mit dabei ist Senator Richard Burr, auch Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, der immer wieder Updates zur tödlichen Bedrohung bekommt. Die Updates liefert die CIA auch ins Weiße Haus direkt an den Präsidenten. Im Büro von Trumps Stabschef treffen sich seine Berater. Der Chef des Innenpolitischen Rats warnt, wenn die Regierung das Virus nicht ernst nehme, könne dies Trump seine Wiederwahl kosten. Während er den israelischen Premierminister empfängt, sind Dutzende leitende Mitarbeiter in Ministerien, führende Wissenschaftler an Universitäten, Behördenchefs in den Bundesstaaten in heller Aufregung. Sie haben sich in einem E-Mail-Verteiler vernetzt. Die Informationen aus aller Welt klingen schlimm. Es sieht schlecht aus. Die vorhergesagte Größe des Ausbruchs ist schon jetzt schwer zu glauben. Ein Virenforscher zieht einen zynischen Vergleich. Große Untertreibungen der Geschichte. Napoleons Rückzug aus Moskau, ein schiefgegangener Spaziergang. Pompeji, ein kleiner Staubsturm. Hiroshima, eine schlimme Sommerhitzewelle. Wuhan, nur eine schlimme Grippesaison. Der Präsident weiß davon nichts oder will er davon nichts wissen? Einer seiner wichtigsten Berater verfasst in dieser Nacht ein Memo, das am nächsten Morgen im Weißen Haus verteilt wird. Das Papier belegt, dass China mehr Informationen geteilt hat, als es Trump bis heute behauptet. Das Risiko eines Worst-Case-pandemischen Szenarios sollte nicht übersehen werden, angesichts der Informationen, die die chinesische Regierung übermittelt hat. China meldet einen möglichen Reproduktionswert von 3 bis 5. Das ist größer als bei der Schweinegrippe, der spanischen Grippe, SARS und in der Nähe der Pest. Die spanische Grippe hatte 1918 rund 50 Millionen Menschen getötet. Der Autor des Memos, Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro, schreibt, möglicher Verlust von 500.000 amerikanischer Leben. Er fordert eine aggressive Eindämmung. Trump, der an diesem Tag ein Handelsabkommen unterschreibt, wird später sagen, er habe das Memo nicht gelesen. Navarro hatte drastische Maßnahmen gefordert, nur eine davon, ein Einreisestopp aus China für ein ganzes Jahr. Erst ignoriert er seinen Gesundheitsminister bei mehreren Gelegenheiten. Und jetzt Peter Navarro. Er ist ein Wirtschaftsmensch ohne Erfahrung im Gesundheitswesen, aber er war in der Lage, die Alarmsignale zu lesen. Er versucht, ihn von der anderen Seite zu erreichen und wird ignoriert. Immerhin gründet Trump eine Corona-Taskforce. Nach der ersten Sitzung twittert er, gerade ein Briefing zum Coronavirus in China von all unseren großartigen Behörden bekommen, die auch eng mit China zusammenarbeiten. Wir haben die besten Experten der ganzen Welt und die sind dran 24 Stunden, 7 Tage. Schlechte Nachrichten aus Chicago. Erstmals ist auf amerikanischem Boden eine Ansteckung von Mensch zu Mensch nachgewiesen. Donald Trump besichtigt eine Fabrik in Michigan und spielt vor den Arbeitern die Gefahr herunter. Wir denken, dass wir es sehr gut unter Kontrolle haben. Wir haben in diesem Land ein sehr kleines Problem. 5 Leute, alle erholen sich schon wieder.
Trotzdem lässt der Gesundheitsminister Azar Ende Januar den Notstand und einen weitgehenden Einreisestopp aus China verkünden. Aber das Virus ist längst da. Rund 400.000 Menschen sind in den Wochen vorher aus China eingereist. Es wäre höchste Zeit gewesen für andere Maßnahmen. Wir hatten keine Vorbereitung. Und als wir das Problem erkannt hatten, haben wir nicht hochgefahren. Stattdessen hat sich Trump vielleicht selbst vorgetäuscht, dass er mit dem Einreisestopp eine Art Schutzmauer geschaffen hätte. Eine schreckliche Illusion, die uns in ein Gefühl von Sicherheit eingemauert hat. Das hat ihn vielleicht gehindert, die wirklich dringenden Maßnahmen zu ergreifen. Der Präsident hat die richtige Entscheidung zur rechten Zeit gefällt. Er wurde dafür kritisiert, obwohl er das tat, was getan werden musste. Er stoppte einzelne Elemente der Gesellschaft, um das Virus zu isolieren. Aber derweil wollen die Linke, die Medien, das ZDF und andere ein dummes Spiel um Eventualitäten und Schuld spielen. Das ist nicht relevant und basiert nicht auf Fakten. Schauen wir auf die Fakten. Die Taskforce stellt erst jetzt fest, dass in der strategischen Reserve wichtige Mittel zum Kampf gegen das Virus fehlen. 2 Jahre zuvor war nur die Hälfte des nötigen Geldes für das Auffüllen der Regale genehmigt worden. Als Trump seine Rede zur Lage der Nation hält, ist seinen Beratern der Ernst der Lage klar. Der Gesundheitsminister Azar beantragt zusätzlich 5 Milliarden Dollar für das Krisenmanagement. Doch Azar wird beim Haushaltsgespräch im Weißen Haus angeschrien, als Alarmist beschimpft. Nichts soll die Stimmung des Landes und seines Präsidenten trüben. Denn der wird gerade im Amtsenthebungsverfahren freigesprochen. Donald Trump feiert. Nichts kann seine Wiederwahl stoppen, solange die Wirtschaft brummt. Aber der Wirtschaft droht eine Katastrophe. Derweil verkündet das Außenministerium, 17,8 Tonnen an Masken, Schutzanzügen, Beatmungsgeräten und anderen lebenswichtigen Materialien nach China zu liefern. Material, das Amerika später so dringend brauchen wird. Statt sich intensiv um die Gefahr für sein eigenes Land zu kümmern, preist der Präsident China per Twitter. Hatte gerade ein langes und gutes Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi. Er ist stark, klug und machtvoll fokussiert und führt den Gegenangriff auf das Coronavirus. Nichts ist einfach, aber er wird erfolgreich sein, besonders wenn das Wetter warm wird und das Virus hoffentlich schwächer wird und dann verschwindet. Alarmmeldungen kommen aus Laboratorien im ganzen Land. Der Test, den das CDC gerade erst verteilt hat, funktioniert nicht. Der Fehler macht das Testen für Wochen unmöglich. Der Präsident twittert, die Grippe tötet in unserem Land 25.000 bis 69.000 Menschen pro Jahr. Bei einem Treffen mit den Gouverneuren der Bundesstaaten erklärt Donald Trump, dass das Virus bei Hitze wohl verschwinden werde. Das Virus, mit dem wir zu tun haben, viele denken, das wird im April verschwinden, wenn die Hitze kommt. Yokohama, Japan. Über 300 US-Bürger verlassen das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. 3.700 Menschen sind an Bord. In der Quarantäne haben sich über 700 Passagiere infiziert, 7 sterben. Die Amerikaner müssen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien wieder in Quarantäne. Eine dramatische Warnung aus Wuhan. Ein Team der Weltgesundheitsorganisation, mit dabei Experten der US-Seuchenbehörde, melden in ihrem Bericht, das Virus breite sich rasend schnell aus. Die Empfehlung, sofortige Aktivierung der höchsten Stufe der nationalen Reaktionsmanagementpläne, um eine Herangehensweise mit der gesamten Regierung und der gesamten Gesellschaft sicherzustellen. Als absolutes Minimum hätten wir uns da Worst-Case-Szenarien angeschaut und dann eine Bestandsaufnahme gemacht. Sind wir vorbereitet? Haben wir die Krankenhauskapazitäten? Haben wir die Ausrüstung, die wir brauchen? Schutzkleidung für die Helfer an der Front? Und haben wir die Beatmungsgeräte für die schwer kranken Patienten? Aber Donald Trump macht lieber Wahlkampf. Es scheint, als könne man Probleme loswerden, wenn man sie aussperrt oder als Fake News bezeichnet. Fakten lassen sich nicht wegleugnen. Sie sind in den Dokumenten festgehalten, auch in den E-Mails der Regierungsbeamten und Wissenschaftler.
Sie diskutieren über den ersten Fall in Kalifornien, bei dem die Ansteckungskette nicht nachvollziehbar ist. Die Experten sind in Panik. Eine sehr weite Ausbreitung ist unvermeidlich, weil es diese sehr gesunden Personen gibt, die es sehr effektiv weiterverbreiten. Ist das wahr? Wenn ja, haben wir ein Riesenloch in unseren Anstrengungen. Im Weißen Haus verteilt Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro ein zweites Memo. Es ist noch dramatischer als das erste. Er erwartet eine ausgewachsene Covid-19-Pandemie, bei der sich bis zu 100 Millionen Amerikaner anstecken und bis zu 1 bis 2 Millionen Seelen ihr Leben verlieren können. Donald Trump lässt sich beim Staatsbesuch in Indien von Hunderttausenden feiern. Dass, wie er auch dort weiter behauptet, alles unter Kontrolle ist, glauben ihm nicht einmal die Börsen in der Heimat. Der Aktienmarkt in New York stürzt um 1000 Punkte. Aber der Präsident wiederholt bei der Pressekonferenz: Das Coronavirus ist in unserem Land sehr unter Kontrolle. In dieser Administration sind Kabinettsmitglieder ständig in Angst, dass ihr eigener Job gefährdet ist, wenn sie dem Präsidenten Dinge sagen, die er nicht hören will. Natürlich kannst du nicht führen, wenn du immer nur hörst, was du hören willst. Wenn sie nicht mit ihm reden können, wenden sie sich eben an andere. Als Trump sich auf den Heimweg macht, spricht der Gesundheitsminister im Kapitol in geheimer Ausschusssitzung von einem extrem ernsten Outbreak. Mit dabei Senator Richard Burr, der noch vor dem Absturz der Börse Aktien im Wert von über 1,7 Millionen Dollar verkauft hat. Beim CDC in Atlanta kommt die Wahrheit erstmals öffentlich zur Sprache. Nancy Messonnier, Direktorin der Abteilung für Impfstoffe, sagt bei einer Telefonkonferenz mit Reportern, dass es sich sehr schnell ausbreitet. Wir wollen sicherstellen, dass die amerikanische Öffentlichkeit vorbereitet ist. Die Störung für das tägliche Leben könnte sehr ernst sein. Messonnier spricht von Ausgangssperren und Schulschließungen. Kurz danach sacken die Börsenkurse wieder ab. Der Präsident noch auf dem Rückflug aus Indien ist empört. Sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow muss dementieren. Wir haben es eingedämmt, fast luftdicht. Am selben Tag ändert der medizinische Nachrichtendienst des US-Militärs die Alarmstufe von Watchcon 2 auf Watchcon 1. Eine Pandemie steht unmittelbar bevor. Donald Trump will keine weiteren Ausbrüche der bitteren Wahrheit. Er ernennt Vizepräsident Mike Pence zum Chef der Corona-Taskforce und vergleicht das Virus mit der Grippe. Die Grippe tötet zwischen 25 und 69.000 Menschen in diesem Land pro Jahr. Das war schockierend für mich. Und bisher, wenn Sie sich das dann anschauen, haben wir 15 Leute. Der Präsident verharmlost. Aber hinter verschlossenen Türen warnt derweil sein Parteifreund Richard Burr. Der Senator redet vor Geschäftsleuten aus seinem Heimatstaat North Carolina Tacheles, wie die Tonaufnahme belegt. Es ist viel aggressiver in seiner Verbreitung als alles, was wir in der jüngeren Geschichte gesehen haben. Es ist wohl eher vergleichbar mit der Pandemie von 1918. Burr prophezeit, es wird Zeiten geben, wo Gemeinden so eine Ansteckungsrate haben, dass sie sagen, lasst uns die Schulen für 2 Wochen schließen, jeder bleibe zu Hause. Auch Donald Trump hat eine Besuchergruppe im Weißen Haus. Märchenstunde mit dem Präsidenten. Wir haben einen unglaublichen Job gemacht. Es wird wie durch ein Wunder verschwinden. Covid-19 fordert das erste Todesopfer in den USA, einen Mann in den 50ern aus einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Washington. 50 Menschen sind dort infiziert, 36 werden später sterben. Donald Trump lobt sich selbst vor begeisterten Anhängern bei der Jahrestagung konservativer Gruppen, der Conservative Political Action Conference. Alles ist unter Kontrolle. Die Experten sind cool, sie haben es gut gemacht. Alles unter Kontrolle. Die Medikamentenaufsicht in Washington gibt endlich selbstentwickelte Diagnosetests von Universitäten frei, Wochen nach dem Versagen des CDC-Tests.
Ansonsten ist nichts unter Kontrolle, heißt es im E-Mail-Verteiler der Experten. Wir brauchen Taten, Taten, Taten und noch mehr Taten. Unsere politischen Anführer müssen handeln. Jetzt bitte sorgt dafür. Der Präsident bricht derweil auf nach North Carolina zu seiner 8. Wahlkampfkundgebung seit Jahresanfang und behauptet, die USA seien derzeit bei weitem die Nummer 1 in der Welt in der Katastrophenvorsorge. In New Rochelle im Bundesstaat New York entsteht ein Hotspot mit über 100 Infektionsfällen. Mehr als 1000 Menschen müssen in Quarantäne. Wieder ist auch ein Kreuzfahrtschiff betroffen. Die Grand Princess liegt vor Kalifornien mit 3.500 Menschen an Bord. Es gibt Dutzende von Ansteckungen. Donald Trump besucht die Überreste einer Katastrophe, deren Verursacher sichtbar war, ein Tornado. Nachdem er mit Opfern gesprochen hat, will er sich über den unsichtbaren Gegner informieren. Er fliegt weiter zum CDC nach Atlanta. Dort weiß er es besser als die Experten. Jeder könne einen Corona-Test bekommen und die seien perfekt. Beides stimmt nicht. Ich mag dieses Zeug. Wissen Sie, mein Onkel war ein großartiger Professor am MIT. Er hat da über eine Rekordzeit von Jahren unterrichtet. Er war ein Supergenie, Dr. John Trump. Ich mag diese Dinge, ich verstehe sie. Jeder von diesen Doktoren fragt, woher ich so viel darüber weiß. Vielleicht bin ich ein Naturtalent, vielleicht hätte ich lieber das machen sollen, statt mich als Präsident zu bewerben. Später vergleicht Trump Corona erneut mit der Grippe. Da wird auch nichts geschlossen. Das Leben und die Wirtschaft laufen weiter. Dieser Präsident wollte vom ersten Tag an keinerlei Rat annehmen. Er wollte nie sagen, ich bin nicht klug genug oder habe nicht genug Vorwissen, um das zu verstehen. Er sagt immer, dass er es besser weiß. Er weiß mehr über Krieg als die Generäle. Er weiß mehr aus dem Bauchgefühl, wie man die Wirtschaft steuert, als jeder Wirtschaftswissenschaftler. Deshalb steht uns für dieses Problem nicht das beste Wissen zur Verfügung. Der Präsident trifft sich mit republikanischen Senatoren im Kapitol und beruhigt hinterher, man nehme das unglaublich ernst und mache wirklich gute Arbeit. Donald Trump unternimmt einen weiteren Versuch, das Virus auszusperren. Er suspendiert alle Reisen aus Europa in die USA für die nächsten 30 Tage. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Im E-Mail-Verteiler der Experten in Regierung und Wissenschaft reichen die Reaktionen von empört bis verzweifelt. Das ist die absolut falsche Maßnahme. Es gibt schon genug Fälle hier, dass es sich im Inland ausbreitet. Ich hatte gehofft, er würde Schule, Telearbeit, Versammlungen ansprechen und extra Ressourcen für unser Pflegepersonal. Wir müssen es schützen und haben nicht genug. An den Flughäfen verursacht der Einreisestopp Chaos. Die Grenzbehörde ist überfordert. Dicht gedrängt warten Tausende bis zu 12 Stunden. Trump lobt sich für sein schnelles Handeln. Eine Reporterin fragt, ob er sich für die unbrauchbaren Tests des CDC verantwortlich fühlt. Tut er nicht. Der Präsident verschweigt, dass die Corona-Taskforce endlich einen eigenen Pandemieplan hat. Er enthält vieles aus dem Playbook der Obama-Administration. Ein eindrucksvolles Papier, das von einer Dauer der Krankheitswelle bis zu 18 Monaten ausgeht und detailliert auflistet, was geschehen muss. Für die Pressekonferenzen empfehlen die Experten zeitnahe, akkurate, klare, konsistente, glaubwürdige und nutzbare Informationen sowie Sicherheits- und Gesundheitsnachrichten vermitteln, die die Öffentlichkeit schützen und das Management dieses Outbreaks auf allen Regierungsebenen erleichtern. Es gibt vielleicht nichts Wichtigeres als eine regelmäßige, faktenbasierte Information. Sie ermöglicht den Menschen, den Richtlinien zu folgen. Es beruhigt die Ängste der Leute und gibt Halt, weil man jeden Tag etwas dazulernt. Aber Trump will keinen Plan, an dem man ihn messen kann.
Immerhin folgt er diesmal dem Rat seiner Experten, gibt Empfehlungen heraus, nach denen Menschen mindestens 6 Fuß, also knapp 2 Meter voneinander Abstand halten sollen, Social Distancing. Der Ausbruch, sagt Trump, könne bis Juli oder August andauern, obwohl in seinem Plan doch 18 Monate steht. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, der fragt, wie schlimm ist das? Es ist schlimm. Aber wir werden hoffentlich den besten Verlauf haben, nicht den schlimmsten. Dafür arbeiten wir. Vor allem die Wissenschaftler warnen unermüdlich, auch wenn der Präsident nicht wirklich hinter ihnen steht. Ständig untergräbt er ihre Botschaft, verspricht Impfstoffe in Monatsfrist und Wundermittel. Im Land merken die Menschen längst, dass es ernst wird. Die Gouverneure haben mobile Teststationen eingerichtet. Die Schlangen werden länger, auch an den Supermärkten. Bilder aus Italien haben Wirkung hinterlassen. Nach internen Meinungsumfragen der Republikanischen Partei verliert der Präsident an Zustimmung. Prompt vollzieht Trump eine Kehrtwende. Nun will er es immer schon gewusst haben, es ist eine Pandemie. Mit Schulbussen fahren sie Lebensmittel aus, weil diese Schulkinder sonst kein Mittagessen bekämen. Viele Bundesstaaten haben Schulen und Geschäfte geschlossen, aber die Bilder von Lebensmittelausgaben sorgen für einen erneuten Kurswechsel des Präsidenten. Der Absturz der Wirtschaft kann ihn die Wiederwahl kosten, also fordert Trump eine schnelle Wiedereröffnung zu Ostern und rechnet mögliche Opferzahlen gegeneinander auf. Viel mehr Leute würden sterben, wenn das so weitergeht. Die Menschen wollen wieder an die Arbeit. Über 30 Millionen Menschen melden sich in den Folgewochen arbeitslos. Für sie, für Geschäfte, kleine Firmen, aber auch für Großkonzerne gibt es ein Hilfspaket über mehr als 2.000 Milliarden Dollar. Trump handelt, gemeinsam mit dem Kongress. Aber bei der Unterschrift sind nur die Republikaner eingeladen. Der Präsident fordert Anerkennung, vor allem von den Gouverneuren. Ich will, dass sie dankbar sind. Keine Lügen erzählen. Dankbar sind für unsere großartige Arbeit. Wir haben hier Großes geleistet. Trump nennt sich nun Kriegspräsident, sendet Trost, auf Englisch Comfort, ein Krankenhausschiff mit 1000 Betten nach New York. Die Nation hat mehr erkannte Covid-19-Fälle als jedes andere Land der Erde. Erst jetzt, mehr als 3 Monate nach den ersten Geheimdienstwarnungen, macht der Präsident Gebrauch vom Stafford Act, dem Kriegswirtschaftsgesetz. Er befiehlt die Produktion von Beatmungsgeräten und er spricht aus, was diese Pandemie wirklich ist. Eine Frage von Leben und Tod. In der ganzen Zeit vom 1. Februar bis Ende März haben wir so viel Zeit verschwendet, weil die Bundesregierung nicht übernommen hat und nicht gesagt hat, wisst ihr was, Bundesstaaten, wir fungieren als eine Art nationales Beschaffungsamt für die Tests, für Schutzkleidung, Masken und so weiter. Und dann sagt ihr Staaten uns, was ihr braucht, und wir liefern es euch. Die Zahl der Patienten überwältigt das Pflegepersonal. Einige Helfer können einfach nicht mehr. In manchen Notaufnahmen werden Masken mehrfach verwendet. Die Trump-Administration hätte früh die Produktion von Schutzkleidung anordnen können, wenigstens ersetzen, was sie im Februar nach China verschenkt hatte. Der Präsident gibt der Obama-Regierung die Schuld. Die haben uns leere Schränke hinterlassen. Die Schränke waren leer. Kennen Sie den Ausdruck? Wir haben ein Lager mit leeren Schränken übernommen. Wer trägt die Verantwortung für all das? Trumps Kritiker sagen, weil er nicht auf seine Berater hörte, seien die Opferzahlen nun höher, als sie hätten sein müssen. Bilder so unwürdig einer Supermacht. Ein Massengrab für die Armen. Der Präsident macht kurzerhand die Weltgesundheitsorganisation verantwortlich. Sie lagen falsch. Sie hätten Monate früher warnen können. Wir werden alle Gelder einfrieren für die WHO.
Das ist eine gefährliche Missachtung der Tatsache, dass niemand von uns sicher ist, bis wir alle sicher sind. Es mag zwar eine Notlage innerhalb jedes Landes sein, einschließlich den USA, aber um die USA zu beschützen, müssen wir sicherstellen, dass die Pandemie auf dem ganzen Planeten unter Kontrolle kommt. Diese Pflegerinnen und Pfleger geben die Schuld an so vielen Toten dem Mann im Weißen Haus. Und der hat Angst, dass die Menschen ihn auch verantwortlich machen für den Absturz der Wirtschaft. Also macht er China zum Sündenbock. Wir sind nicht glücklich mit China. Wir glauben, dass es an der Quelle hätte gestoppt werden können. Schnell. Dann hätte es sich nicht über die Welt verbreitet. Am ungeheuerlichsten ist, und das wirft die Frage nach einem kriminellen Verschulden von Hunderttausenden von Toten rund um den Globus auf, nachdem die chinesischen Behörden wussten, dass es einen Ausbruch eines neuen Virus in der Wuhan-Provinz gegeben hat, haben sie den inländischen Reiseverkehr eingeschränkt. Aber 4 Millionen Chinesen aus dieser Provinz erlaubt, während des chinesischen Neujahrs international zu reisen. Wenn diese Entscheidung wissentlich gefällt wurde, dann wäre das eine absichtliche Verbreitung des Virus rund um die Erde. Of the virus across the globe. Es ist eine Lüge, denn mit der Sperrung Wuhans am 23. Januar wurden auch alle Passagierflüge von dort eingestellt. Aus diesem Forschungslabor in Wuhan, so behauptet der US-Außenminister, sei das Virus entkommen. Belege nennt er keine. Sicher ist nur, dass der Erreger nicht künstlich erschaffen wurde. Trotzdem schießen die Verschwörungstheorien ins Kraut. China habe Biowaffen entfesselt, um der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Trump setzt auf China als Feindbild im Wahlkampf und feuert die Demonstranten gegen die Ausgangssperren noch an. Diese hier bezeichnet der Präsident als gute Leute. Wie Trump überhören immer mehr Menschen die Warnungen der Mediziner. Die Strände und Geschäfte füllen sich. Und der Präsident sinniert, ob gegen das Virus ein altes Hausmittel hilft. Und dann gibt es ja diese Desinfektionsmittel, die das Virus in einer Minute ausschalten. Gibt es eine Möglichkeit, etwas zu machen durch eine Injektion, beinahe wie ein Durchreinigen? Die erste Verantwortung des obersten Befehlshabers ist die Sicherheit des amerikanischen Volkes. Eine ehrliche und offene Kommunikation und die Mobilisierung von Ressourcen mit der Kraft, die nur die Bundesregierung hat. Er muss den Menschen helfen, zu verstehen, welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen und was möglich ist, wie das Ziel am Ende des Weges aussieht, wie das auch ein Weg zu einem besseren Amerika sein könnte, weil wir alle gemeinsam damit fertig werden. Das ist es, was ein Präsident macht. Bei diesem Präsidenten haben wir sehr wenig davon gesehen. Ein Präsident, der immer alles besser wusste, der China mehr glaubte als den eigenen Geheimdiensten und Beratern, der Amerikas Führungsrolle in der Welt verspielte, seinen Experten in den Rücken fiel. Und als die Menschen einen Krisenmanager brauchten, der sie eint, trieb er den Keil noch tiefer ins Land. Wir brauchen Anführer, die uns sagen können, das ist das Problem, hier stehen wir, dorthin müssen wir und so werde ich sie hinbringen. Wenn du das hast, kann es klappen. Aber unglücklicherweise haben wir in den USA diese Klarheit und Strategie nicht. Das ist ein großes Versagen. Donald Trump ist stolz auf sein PR-Video. Säuberlich montiert, all seine Leistungen, das sollten die Medien berichten, statt zu behaupten, er habe versagt. Aber es fehlen die Wochen zwischen dem 6. Februar und 2. März. Was hat Ihre Regierung im Februar gemacht? Viel. Wir geben Ihnen eine Liste. Und ein Teil war ja gerade zu sehen. Aber da war doch eine Lücke. Schauen Sie, Sie wissen, dass Sie ein Fake sind. So wie Ihr Sender ein Fake ist. Wirklich? Wie twitterte doch Trump selbst einmal, Führung. Was immer passiert, du bist verantwortlich. Wenn es nicht passiert, du bist verantwortlich.